Drei Gründe, warum die Deutschen immer später in Rente gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir Deutschen gehen immer später in Rente, das zeigen die Zahlen der Statistik der deutschen Rentenversicherung. Im Jahr 2000 lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 62 Jahren und 3 Kalendermonaten und im Jahr 2019 bei 64 Jahren und 3 Kalendermonate. Und das hat im Wesentlichen drei Gründe, dass wir später in Rente gehen. Erstens sind es ganz einfache gesetzliche Gründe. Wir haben nicht mehr die Altersrentenarten, die es uns möglich machen, zum Beispiel mit 60 Jahren glatt in Rente zu gehen. Das gibt es derzeit nicht mehr. Die einzigste Rentenart, wo wir noch nach dem 60. Lebensjahr, also mit Vollendung des 61. Lebensjahres in Rente gehen können, ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Wer also zum Beispiel 1958 geboren wurde, der kann mit Vollendung des 61. Lebensjahres in diese Altersrente gehen. Alles andere geht nur nach dem Gesetz ab dem 63. Lebensjahr. Der zweite Grund, warum wir später in Rente gehen. Wir wollen Abschläge vermeiden in der Rente. Wir haben in der gesetzlichen Rente einen Anstieg des regulären Rentenalters. Und zwar vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr. Damit steigen auch die Abschläge in die Rente, wenn ich vorzeitig in eine Altersrente gehe. Zum Beispiel in die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie kennen, wo wir nur 35 Jahre Wartezeit brauchen. Wenn Sie diese Altersrente in Anspruch nehmen, dann bekommen Sie in der Regel einen Abschlag. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen mit 63 in Rente und Ihr regulärer Renteneintritt wäre 67, dann hätten Sie einen Abschlag von 14,4%. Und deswegen sagen die Leute, nein, wir wollen später in Rente gehen, um Abschläge zu vermeiden. Aber eine Statistik oder eine Zahl in der Statistik der deutschen Rentenversicherung ist ganz interessant. Bei den Rentenzugängen im Jahr 2019 lag die Altersrente für langjährig Versicherte bei 150.000 Neurentnern und davon sind sage und schreibe 147.000 Menschen mit Abschläge in Rente gegangen. Und die Zahl der Abschläge, die durchschnittliche, lag bei 7,8% oder wir können es auch sagen 26 Kalendermonate früher in Rente. Und der dritte Grund, die durchschnittlichen Renten sind sehr, sehr niedrig. Ich habe das mal nur bezogen auf die Altersrenten für Ost und West zusammengerechnet. Da liegen wir im Jahr 2019 beim Rentenzahlbetrag von 990 Euro. Nur die Altersrenten. Und daher liegt es ja auf der Hand, dass die Menschen sagen, davon kann ich später in meinem Leben als Rentner oder Ruheständler gar nicht leben. Ich muss noch weiter arbeiten gehen. Und um den Abschlag zu vermeiden, sollten Sie natürlich, bevor Sie in Rente gehen, das ist unser Rat in diesem Fall, Ihre Rente ordnungsgemäß planen, sicher planen. Wir empfehlen 3 bis 5 Jahre vorher Rente planen, gut durchrechnen und genau Ihre Situation kontrollieren. Was kann ich tun, damit ich, wenn möglich, ohne Abschläge in Rente gehen kann? Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.